Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei mir auf meinem Kanal. Eins vorweg, über all was ich hier rede, soll natürlich keine Kaufempfehlung darstellen. Ich bin kein Anlage- oder Finanzberater und habe auch keine Glaskugel vor mir stehen. Und bevor ich mit dem eigentlichen Video anfange, möchte ich eine kurze Sache ansprechen. Jeder von euch hat es hier wahrscheinlich mitbekommen, die Flutkatastrophe. Und viele von euch haben ja bei der Sache mit dem Werbetruck gespendet und ich habe das jetzt mal alles ausgerechnet. Es sind 802 Euro noch übrig und da ist meine Idee, diese tatsächlich hier zu spenden. Ich habe auch in meiner Telegram-Gruppe, die unten in der Videobeschreibung verlinkt ist, eine Umfrage gestartet. Soll ich es machen, soll ich es nicht machen? Aktuell sind ja über 90% dafür, dass ich das mache. Ihr könnt gerne mal in den Kommentaren da ja reinschreiben, soll ich es machen, soll ich es nicht machen? Ich finde es eigentlich sehr gut, denn die Menschen hier brauchen wirklich enorme Unterstützung und jetzt sagt der eine oder andere, 800 Euro sind vielleicht nicht viel, aber ich denke mal, es ist zumindest ein Teil Hilfe und ja, uns allen, denke ich mal, geht es jetzt nicht so schlecht finanziell und vor allem, wir sind nicht in dieser schlimmen Lage wie diese Menschen dort vor Ort. Also ich bin auf jeden Fall zu 100% dafür, dass man dieses Geld spendet. Ich zeige natürlich dann auch die Spendenquittung an euch. Also, ja, es ist eine dramatische Sache. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Video. Es gab ja jetzt mittlerweile zwei Videos von dem Formationstrader GmbH. Und er hat vor einem Tag hier wieder ein Video gemacht, hat ein Gesprächsangebot gemacht. Und da hatte ich gefragt, soll ich mal hier drauf reagieren auf das Video? Und da gab es sehr viel Zustimmung. Das werde ich heute machen und man sieht schon sehr stark, ja, man kann hier sehen, das erste Video, 1136 Daumen nach unten und beim zweiten ist es mittlerweile auch, ja, über die Hälfte der sind die Daumen nach unten, aber, und das hatte ich ja schon in dem letzten Video gesagt, das Video an sich finde ich okay von dem Herrn, aber einige Dinge sind hier meines Erachtens immer noch nicht so in Ordnung und da möchte ich jetzt einmal drauf eingehen. Ich überspringe einmal den Punkt hier mit dieser Chartanalyse und so weiter, sondern es geht hauptsächlich darum, was er anbietet, warum er es anbietet und ja, dann würde ich sagen, legen wir einmal los. Ich muss einmal kurz den Ton ändern. Einen Augenblick. So. Argumentiert. Ich würde mich darüber freuen, wenn ihr dazu schreibt, was wir falsch argumentiert haben, damit ich das dann auch nachvollziehen kann. Also das ist so ein Punkt schon ganz am Anfang. Er sagt, wir sollen schreiben, was falsch argumentiert worden ist. Also ich persönlich habe, ich weiß nicht, wie viele Kommentare hier drunter gelesen, die wirklich sagen, was fehlt, was wurde vergessen, auf was wurde nicht eingegangen. Ja, also das kann meines Erachtens nicht der Grund sein, warum man hier überhaupt nicht auf diese Themen eingeht. Wenn ihr nur sagt, ihr habt schlecht recherchiert, das ist einfach nur eine Behauptung. Jemand hat zum Beispiel geschrieben, es war nur eine Person, ich will das jetzt nicht alles über einen Kamm scheren, hat geschrieben, so, ja, ihr gebt ja nicht mal eure Quellen an. Mann, Leute, die Quellen sind in der Beschreibung drin, alle. Ihr könnt das auch selber nachgucken und dann könnt ihr doch auf Basis der Quellen sagen, nee, diese Quelle, die ihr angegeben habt, stimmt nicht. Oder ihr habt da eine falsche... Das ist auch ein Thema, ein sehr interessantes Thema, denn er hat ja unter ganz, ganz vielen Kommentaren geschrieben, bitte gebt eine Quelle an, dann wurde die Quelle angegeben und trotzdem wurde nicht drauf reagiert. Dann gab es ja die Situation, dass viele gesagt haben, es wurden Kommentare gelöscht. Da muss ich sagen, da bin ich voll und ganz auf seiner Seite, denn bei YouTube ist es manchmal wirklich ganz komisch. Es werden hier tatsächlich Kommentare erstmal angezeigt, die sehe ich auch. Will ich darauf antworten, sind sie auf einmal nicht mehr verfügbar. Dann habe ich da mal ein bisschen recherchiert. Dann heißt es Spam, aber wenn ich dann dementsprechend oder wenn dieserjenige, der den Kommentar hinterlassen hat,
und der dann weg ist, den gleichen Kommentar 5 Minuten später schreibt, ist auf einmal da. Also ganz komisch, auch mit Links ist manchmal sehr schwierig bei YouTube, die zählen das gleich unter Spam. Aber ich glaube, er hat auch sehr viel E-Mails bekommen. Also da bin ich mir ziemlich sicher, dass er viele E-Mails bekommen hat, auch mit Quellenangaben. Auch die nette Jenny von Facebook, die ja wirklich eine super, super Recherche immer betreibt, hat hier ausführlich drauf geantwortet und es kam einfach nichts zurück. Schlussfolgerung gezogen. Meine Intention war es, euch zu zeigen, ja, es gibt sehr viel Fake derzeit um die Apes und dass die Apes meiner Meinung nach instrumentalisiert und missbraucht werden. Einige von euch haben geschrieben, ja, das war gut recherchiert, aber es waren nicht die entscheidenden Themen. Du hast nämlich nicht über die Dark Pools gesprochen, du hast nicht darüber gesprochen, dass die Hedgefonds die Medien manipulieren, du hast nicht darüber gesprochen, dass zum Beispiel die SEC jetzt die Regeln ändert, die gegen uns sind, um die Hedgefonds zu schützen. Und ihr habt mir auch viele Links geschickt. Und bei allem Respekt, ich habe mir einige Videos angeguckt und die sind, es sind teilweise obskure Argumente. Ich will nur eins aufführen, zum Beispiel. Also jetzt, das ist so zum Beispiel das Beispiel, das habe ich mir auch gleich gedacht. Er sagt selber, ihm wurden viele Links geschickt, aber dann die Links mit den Quellen ist er gar nicht drauf eingegangen. Und das mit diesen ganzen Fakes um AMC geht er auch nicht drauf ein. Also es ist meines Erachtens in diesem Video wirklich so, dass er, ja, schleimt, würde ich schon fast sagen. Das sehen wir gleich noch in dem Video, dass er wirklich versucht wieder, ja, die ganze Situation etwas runterzuspielen, denn es gab ja wirklich einen regelrechten Shitstorm. Das kann man wirklich so sagen. Wie gesagt, ich finde es super und das wisst ihr auch von mir, Kritik ist immer gut. Ich finde es sehr gut, dass er so ein Video macht. Aber wenn, dann sollte man auch, ich sage jetzt einmal, den Punkt, Punkt, Punkt in der Hose haben, um wirklich zu sagen, man ist oder man hat hier Fehler begangen oder ist nicht richtig drauf eingegangen. Denn es ist ja nicht irgendwie eine Privatperson, sondern er macht den ganzen Tag nichts anderes als Analysen und checkt Unternehmen und so weiter. Also für diese Person, die das den ganzen Tag mache und dann vor allem noch sagt, wir haben 5 Tage lang jemanden abgestellt, darum geht's eigentlich. Und nicht darum, dass man jetzt vielleicht etwas vergessen hat oder, sondern dass ein oder die Formationstrader GmbH hier wirklich als, ich sag mal, als Unternehmer, die den ganzen Tag nur mit Aktien zu tun haben, einfach schlecht recherchiert haben. Das ist einfach so. Das ist Fakt. Das ist meine persönliche Meinung. Und hier kann man sich eigentlich nicht wirklich rausreden. Hat mir jemand von euch ein Video geschickt, das ist sogar zweimal vorgekommen, in dem gezeigt wird, dass Hedgefonds die AMC-Aktie fallen lassen, indem sie ein ETF verkaufen, in dem AMC die stärkste Gewichtung hat. Und wie soll das eigentlich funktionieren? Die verkaufen also. Hier will ich einfach mal ein bisschen vorspulen, weil es geht hier eigentlich im Prinzip, oder ich habe den Eindruck, es pickt sich Sachen raus, die vielleicht tatsächlich nicht richtig waren, die ihm geschickt worden sind. Aber pickt sich wirklich nur diese Situation raus? Also jetzt so als Vergleich, nehmen wir mal Tesla. Sie bauen ein Auto und es gibt 100.000 Fahrzeuge, die sind in Ordnung und 5 sind schlecht gewesen in irgendeiner Hinsicht. Und es wird nur über diese 5 schlechten gesprochen, anstatt über die restlichen 999.995 Autos. Und das ist so bei ihm der Eindruck, das seht ihr auch gleich weiter noch, er pickt sich wirklich nur diese 3, 4 Situationen oder Kommentare raus, die vielleicht wirklich nicht so ganz in Ordnung sind und redet da, ja, wie lange redet er darüber? Knapp 10 Minuten, wie schlecht diese sind. 90 Aktien kaufen, überlegt euch mal allein, was das für Gebühren sind, die sie bezahlen müssen. Und die Gebühren, dass es seit Januar überhaupt keine Aktien mehr gibt. Und das belegt er aber nicht und sagt, alles andere ist synthetisch. Und darauf fängt er dann an, ein 40-minütiges Video aufzubauen.
das ist für mich wirklich keine Diskussionsgrundlage. Ich glaube, etwas, was wirklich wichtig ist, ist, was ist mit den Dark Pools? Ich kann euch sagen, ich finde Dark Pools, ja, wichtig und notwendig für den Markt. Können wir gerne miteinander diskutieren, warum meiner Meinung nach Dark Pools notwendig sind. Was mich gleichzeitig erschreckt, und das war schon bevor ich dieses Video gemacht habe, war eine Ausgabe, da hat CNBC, was meiner Meinung nach total kritisch ist und auch die Apes einlädt und auch die SEC einlädt und auch unterschiedliche Stimmen zu... Um auf diesen Dark Pool zu sprechen kommen, er sagt, der Dark Pool oder ist bei AMC ja ein relevanter Punkt. Es ist auch relevant für die Börse. Wieso ist er beim ersten Video nicht schon auf den Dark Pool eingegangen, wenn es für ihn doch so relevant ist? Und genau das ist, was ich sage. Er pickt sich jetzt irgendwelche Sachen raus, die Leute geschrieben haben, aber geht trotzdem nicht drauf ein. Also dann könnte man hier 10 Minuten oder 10 Videos jedes Mal welche machen. Er pickt sich wirklich nur Sachen raus, die für ihn vielleicht jetzt gerade wichtig sind. Kann ich ja auch teilweise verstehen. Aber wieso geht er nicht auf die, und das finde ich wirklich so ein Unding, auf diese zahlreichen Kommentare hier ein? Also es sind insgesamt, wo sehe ich es hier, 715 Kommentare, also, und dann nur so etwas hier, ja, hinzublubbern, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich einfach peinlich. Sprache kommen lässt, zu Wort kommen lässt, hat eine ehemalige Filialleiterin, also Branch einer SEC da gehabt, und dann hat die Moderatorin gefragt, weiß die SEC genau, was in den Dark Pools gehandelt wird, ja oder nein? Und ich finde, die ehemalige Filialleiterin... Ich spule mal hier noch ein bisschen vor. Filialleiterin ist dieser Frage, dass die SEC gar nicht weiß, was in den Dark Pools passiert. So, wenn ihr einen klaren Beweis habt, ja, die SEC weiß überhaupt nichts, was in den Dark Pools passiert, schickt sie mir. Nur grundsätzlich können wir gesondert diskutieren, nicht in dieser Ausgabe, finde ich Dark Pools wichtig und richtig, auch für den Markt und auch für die Preisfindung. Und... der Grund, warum ich das Video gemacht habe, ist, weil extrem viel Fakes euch erzählt werden. Jetzt kommt wirklich der beste Part. Also, ich glaube, wenn es hier so ein, ich weiß nicht, wie man diese Leute nennt, die Gestiken studieren. Ihr müsst mal wirklich drauf achten, sein Mund, seine Hände, wie er im Sprechen oder beim Sprechen versucht, die richtigen Worte zu finden. Also ihr wisst ja bei mir, ich blabbel einfach so, so vor mir her, ich verspreche mich und so weiter. Hier, und das werdet ihr jetzt gleich feststellen, sieht das wirklich wie, ja, er möchte perfekt wirken. Meines Erachtens geht das genau in die falsche Richtung, denn, wie gesagt, guckt euch das hier an. Und ich will euch ein Beispiel nennen. Also jemand hat zum Beispiel vor 4 Wochen euch gesagt, kauft bei 50, dann geht es auf 80, dann gibt es ein Pullback auf 60, dann hat er sogar gesagt, ich kaufe die 60 und dann geht es in Richtung 100. Und gestern hat er euch erzählt, ey, ich bin die ganze Zeit bärisch, ich habe euch doch gesagt, es fällt auf 20. Genau das ist, wo ich persönlich wie die Pest hasse. Denn im Nachhinein kann immer klug schnacken. Wir können ja mal alle gemeinsam auf seine Bitcoin-Sache eingehen. Und dann will ich mal gerne wissen, wie seine Reaktion ist. Denn ich denke mal, viele von euch haben seine Vorhersagen vom Bitcoin auch mitbekommen, wo er gesagt hat, Bitcoin ist nichts, ja, Wichtiges, sage ich jetzt einfach mal, es wird eh nicht steigen. Und was ist passiert? 30, 50, 60.000 Dollar. Also jetzt auf ein einzelnes Video irgendwie drauf eingehen, weil jemand gesagt hat, hier wird's nach oben und nach unten gehen, und dann danach habe ich euch doch gesagt, also was muss ich, sorry, wie gesagt, ich finde es gut, dass er so ein Video gemacht hat, aber es ist einfach nur reines Klugschnacken und sich jetzt darstellen, dass man alles so, ja, dass alles so schlecht ist. Wir wollen nur mal auf dieses Video hier kurz gucken. Also
diese Dislikes, die er bekommen hat, das ist nicht verhältnismäßig zu normalen YouTube-Videos. Also ich habe auch, ihr könnt es hier bei mir immer sehen, wo ist das? Hier 96%, der Aktienrentner 99% und so weiter und so weiter. Hier mal 89, ist nicht das Problem, 92, 98. Und dann kommt er hier mit 38 und 65 und will hier erzählen, dass andere Leute Mist erzählen. Also finde ich absolut frech, wirklich, also finde ich frech. Und es gibt genug Leute, da will ich mich noch nicht mal dazu zählen, die bereit sind, mit ihm auf eine Diskussion einzugehen, Argumente zu liefern. Und wenn das wirklich passiert, also ich werde auf jeden Fall einen Livestream drüber machen, denn es ist heuchlerisch. Sorry, dass ich sagen muss, aber es ist heuchlerisch. Der macht einfach nur auf euren Nacken Klicks. Schickt euch ein... Vor allem auf euren Nacken Klicks. Was macht er denn? Also, das ist unfassbar. Ein Aktienunternehmen oder ein Unternehmer, der Videos über AMC macht. Also normalerweise sind solche Leute, ja... Ich sag mal, Krawatte, Hemd, seriös. Also wenn ich hier Börsenbroker wäre oder sonst was, ich würde dir noch nicht mal die Tür aufhalten, sorry. So ist meine persönliche Meinung. Nirvana macht ja nichts, er hat falsch gelegen. Da kann er wenigstens rauskommen und kann sagen, hey, ich lag falsch. Das kann man alles im Internet nachgucken. Es gibt so viele Leute um euch herum, die mit dieser Bewegung Geld verdienen, zum einen und zum anderen gibt es viele junge Unerfahrene, die sehr spät mit da reingekommen sind. Und ich finde, dass es wichtig ist, dass sie wissen, was sie tun. Mein Angebot an euch, vor dem Angebot. Es gab sehr vieles zum Thema gelöschte Kommentare. Liebe Leute, ich lösche, was unsere Sperrworte sind, was die gelöschten... Ja, da hat er absolut recht. Erstens, nennt die drei wichtigsten strengere Regeln... Ja, im Prinzip geht es jetzt am Schluss nur noch darum... Er bietet ein Gesprächsangebot an, finde ich absolut super, also muss ich wirklich sagen, man soll drei Punkte ansprechen, finde ich nicht so in Ordnung, denn was ich jetzt wirklich in Ordnung finden würde, ist, man sucht sich, wie gesagt, ich halte mich da erstmal raus, man sucht sich jetzt drei YouTuber, drei Finanztypen, egal, und die sollen einen Livestream machen und auf alle Argumente eingehen, die wir liefern. Also die ganze Community, die liefert, soll er drauf eingehen. Und da bin ich mal gespannt, was er macht. Was wird passieren? Meiner Meinung nach, jedes Thema, das angesprochen wird, wird er so extrem drumherum sprechen, so viel über dieses Thema sprechen, dass man am Schluss gar nicht mehr weiß, über was geht's denn jetzt. Man sieht es ja auch hier in den letzten paar Minuten, er geht nicht auf Fakten ein, er redet nur drumrum und das finde ich eigentlich das Traurige als Unternehmer mit Schlips und Hemd. Habe ich wirklich mehr erwartet. Wie gesagt, ich muss aber dazu sagen, ich finde es immer gut, wenn man Fehler gemacht hat, dass man Videos darüber macht, dass man eine Stellungnahme dazu bezieht. Aber das, was er macht, er gesteht sich ja noch nicht mal ein, dass er hier auf Dinge nicht eingegangen ist. Und das finde ich das Schlimme. Er redet immer noch, ja, die Apes, alles fake. Es gibt Leute, die wollen Klicks machen. Es gibt Leute, die wollen Geld damit verdienen. Bla, 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 bla. Also sorry, vielleicht meine Emotionen merkt ihr, aber ich bin einfach enttäuscht. Also ich bin nicht sauer oder enttäuscht, nicht sauer oder sondern ich bin enttäuscht von einem Doktor, so wie er immer sagt, der aber nicht Doktor im Finanzwesen ist, sondern in einem anderen Bereich den Doktortitel hat und als sehr seriös rüberkommt und dann passiert eben so ein Video. Vielleicht hat er selbst damit nicht gerechnet, aber man sieht auch hier an diesem Verhältnis wieder, dass viele so denken. Klar, die Kommentare sind nicht mehr so extrem, es sind auch viel, viel weniger, aber nichtsdestotrotz ist es wirklich in meinen Augen enttäuschend. Ich an seiner Stelle würde einfach keine Videos mehr über AMC machen. Ich glaube, er macht es nicht mehr besser.
Ich weiß auch nicht, ob hier Abonnenten abgesprungen sind, aber es sind wieder ein paar mehr geworden, klar. Aber wenn man auch ein paar andere Videos von ihnen anguckt, wie gesagt, ich bin jetzt auch kein Profi, kein Aktienprofi, aber wenn man hier einiges so liest, anguckt, wie gesagt, mit der Bitcoin-Situation, muss ich persönlich sagen, fand ich genauso peinlich. Und in diesem Sinne, ja, vielen Dank fürs Zusehen und ich hoffe, wir sehen uns heute bei einem weiteren Video später. Danke fürs Zusehen.